Scandinavian Airlines Aktionär werden und damit einen Gold- oder Diamond-Status sogar bekommen. Ganz wichtig, wir machen keine Aktienberatung und ganz wichtig, die Aktienkurse sind gecrashed, deshalb so günstig wie noch nie. Des Weiteren natürlich mit dem Düsseldorfer Flughafen, die Personalmangel weiter haben werden, aber auch hohe Krankenstände. Es gibt weiter Probleme im Sommer. Und Qatar Airways, Qatar Kappe, gegen Airbus. Es gibt da Neuigkeiten, wie man aus Doha gegen Airbus schießt. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Ganz wichtig an dieser Stelle, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke anzumachen, damit ihr eure tägliche Dosis an Meilen, Punkten und Status-News bekommt. Auch unten zu kommentieren ist fast schon eine Pflicht und ein Like dazulassen. Danke, dass ihr es tut. Dann gibt es morgen eine spannende Neuigkeit. Morgen gehen wir mit einem neuen Kanal an den Start. Ich werde euch morgen den Link geben. Soll ich ihn heute geben? Ich weiß es nicht. Das erste Thema. Das erste Thema ist der A350. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ist Qatar Airways natürlich mit Airbus im Disput. Man hat zwei Gerichtsverhandlungen verloren. Einmal über den A320neo. Die Lieferung von 50 Flugzeugen konnte zu Recht storniert werden von Airbus. Und beim 350er hat man auch ehrlicherweise eine Schlappe bekommen, wenn man den Richter glauben darf. Und der Lawsuit, wie es im Englischen heißt, also der Gerichtsfall, geht um 1 Milliarde US-Dollar. Also nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es geht um 1 Milliarde. Und der hohe Court oder High Court, wie es im Englischen heißt, kann man High Court sagen? Ich weiß es nicht. Also hohes Gericht? Wahrscheinlich. Sagten, dass man sich einigen sollte am Dienstag. Und der Kollege hat gesagt, 97% muss Qatar bezahlen von der Veranstaltung, 3% Airbus. Damit ist auch klar, wer verloren hat. Aber wenn man die Worte aus Doha sich einmal zu Gemüte führt, dann ist es doch sehr, sehr spannend, dass man in Doha noch so optimistisch ist. Und es geht halt wirklich darum, dass in der Klageerwiderung, dass man selbst vorgetragen hat von Airbus aus, dass die GfK oder CFK, ist es ja ein Verbundwerkstofffaser verstärkt, einen anderen Ausdehnungskoeffizient hat als die Kupferfolienschicht, das sogenannte ECF. Und die dient dafür, dass ein Flugzeug, wenn es von einem Blitz getroffen wird, das ableiten kann, weil die Hülle kann das ansonsten ja, wenn es nur CFK ist, nicht. Statistisch gesehen wird pro Jahr das jedes Flugzeug einmal vom Blitz getroffen. Also insofern ist das schon wichtig. Und es wurde gesagt, dass 900 Flicken, ja, 900 pro Flugzeug da irgendwie die Lösung bringen. Weil man es an den ausgelieferten Flugzeugen kann man dann diese Stellen, wo diese Dehnungsfugen und Dehnungsrisse sind, kann man halt einfach nur patchen. Man kann das natürlich einmal komplett wieder alles neu lackieren, aber es kommt immer wieder. Und der Zustand selber könne natürlich nicht behoben werden. Der Richter sagt ja auch, das wäre ja nur logisch, dass das nicht geht, wegen diesen Dehnungskoeffizienten, weil die sich halt unterschiedlich dehnen. Damit gibt es Spannungsrisse. Kennt ihr ja vom Haus, wenn ein Haus gebaut ist, da gibt es auch Spannungsrisse, weil sich das setzt unterschiedlich. Und so ist es halt beim Ausdehnen. Das eine zieht sich schneller zusammen als das andere oder dehnt sich schneller aus als das andere und damit hast du halt Risse. Angeblich sagt Airbus, sagt Qatar, dass das bei Boeing der 787 nicht das Problem ist, aber bei den 787ern gibt es auch diese Probleme. Und jetzt kommt's. Man sieht ganz einfach, dass Qatar das nicht anerkennen kann. Ich weiß nicht, ob die wie so ein kleines Kind sind oder sowas oder was das Problem ist. Warum? Ganz einfach, weil man mit Zitaten des Londoner Richters halt Airbus weiter unter Druck setzt. Aber Airbus sagt ganz klipp und klar, hört zu, wenn ihr über Sicherheit oder was anderes faselt, da werden wir knallhart gegen vorgehen. Und das Tischtuch ist da wirklich gerissen. Und man muss der Ehrlichkeit halber sagen, ich verstehe die beiden nicht. Man sollte sich zusammensetzen, wird wahrscheinlich billiger. Aber man muss in Doha wahrscheinlich seinen Kopf durchsetzen. Ja, so ist das halt einfach. Was soll man noch machen? Gar nichts. Schauen wir doch einfach mal an die Börse.
Die Börse sagt ganz einfach, SAS ist eine Fluggesellschaft, die natürlich in einer Schieflage ist und SAS bettelt ja mehr oder weniger bei der Lufthansa wieder aufgekauft zu werden. Das machen sie ja schon seit Jahren gefühlt und die Lufthansa möchte es einfach nicht. Die Fluggesellschaft ist ja im schwedisch und dänischen Staatsbesitz, hat eine Restrukturierung zur Kostensenkung gemacht. Der CEO Arne von Wolf, der ja bei der Avianca war, der hat halt 9,5 Millionen schwedische Kronen als Kostensenkung gemacht. Das sind 904 Millionen Euro. Und zudem teilte die Fluggesellschaft mit, dass man im zweiten Quartal vor Steuern einen Verlust von 1,56 Milliarden Kronen gemacht hat. Also im Prinzip könnt ihr das umrechnen in Euro, indem ihr einfach eine Null verschiebt. Also wären das 156 Millionen Euro circa. Ist natürlich ein Minus von 2,3 Milliarden im Vorjahr. Also man hat dann schon was abgebaut. Man ist ja auch nicht ganz happy mit den Flugzeugen. Man will auch einige Flugzeuge nicht mehr wieder haben. Man sagt einfach, dass die Whitebodies nicht unbedingt mehr zur Scandinavian Airlines passen. Man möchte mit den LRs und XLRs, den 321er, weitermachen. Und die Aktie ist demnach im Rausch nach unten. Rausch nach unten heißt 11% ist in der Spitze runtergerauscht. Ich sage es nur ganz, ganz wichtig. Wir machen keine Aktienberatung. Also alles, was ihr kauft, euer Problem. Lars hat nie gesagt, Aktien kaufen. Ich sage nur, was möglich ist, wenn ihr sie kaufen solltet. So, und die Aktien kosten jetzt an der Börse in Stockholm 0,8284. Ich erneuere das einfach. 0,862 sind also ein bisschen wieder hochgegangen. Und das Tief war sogar bei 0,73 im Trading. Kronen immer, ne? Ihr wisst ja, immer Null verschieben. Wenn man an der Börse in Deutschland guckt, da ist der Aktienkurs im Moment für die Aktie bei 0,0775 Euro. Ist also nochmal runtergegangen um 7,8%, so wie es hier steht. Ist in Stuttgart, glaube ich, die Aktie. Finanznet habe ich geguckt. Wer sich mit Aktien auskennt, ich weiß nicht, ob es eine gute Seite ist, könnt ihr unten kommentieren. Auf jeden Fall gibt es eine lustige Geschichte. Wer sich Aktien von Scandinavian Airlines kauft, der kann mit 4.000 Aktien einen Zugang zum Family and Friends Programm bekommen. Family and Friends heißt immer, dass man rabattierte Tickets bekommt, gewisses Kontingent, also zumindest schon mal eine Erleichterung bei den Tickets. Dann geht es weiter, wenn man 100.000 Aktien hat, dann bekommt man den Goldstatus. Wenn man 1 Million Aktien hat, dann bekommt man sogar den Diamond-Status. Als wir das erste Mal darüber berichtet hatten, Wann war das denn? Irgendwann Ende 2020. Da wäre zum Beispiel so 4.000 Aktien für 920 Euro gewesen. Jetzt könnt ihr einfach mal gucken, was 4.000 Aktien kosten. Wenn wir den Kurs einfach nehmen in Euro, wo haben wir es hier? Und der Kurs ist bei 0,0775. Dann würde ich einfach sagen 0,08. Dann machen wir einfach 0,08 mal 4. Dann könnt ihr es ja selber ausrechnen und dann noch ein paar Nullen dranhängen. Dann wisst ihr, dass ihr für knapp 400 Öcken das Ganze haben könnt. Family and Friends. Dann geht es weiter mit den Goldaktien. 100.000 waren damals 23.000 Euro. Sind wir weit weg, sind wir, glaube ich, bei 8.000 oder sowas. Und wenn ihr 1 Million habt, sind wir bei 80.000, 81.000. Ohne Kauf und so weiter. Und damals war es 230. Also insofern wird es immer wieder zum Schnapper. Wer jetzt an dieser Stelle gesagt, hey, ich möchte das Scandinavian Airlines Eurobonus Goldstatus haben, sprecht mit mir vertrauensvoll, ich kann euch den wesentlich günstiger besorgen. Aber schreibt unten, kommentiert, ob über Aktien das eine Möglichkeit ist für euch, wo ihr sagt, hey, das ist eine coole Idee. Ich finde es nochmal wichtig zu erwähnen, ich empfehle euch nicht, Aktien zu kaufen. Das ist immer eure Entscheidung. Also deshalb auch eine Pause, weil ich trinke. So, dann geht's weiter. Am Flughafen in Düsseldorf. Da haben wir einen hohen Krankenstand. Ja, ganz genau. Pfingsten ist ja auch riesen Sicherheitskontrollen gewesen. Entspannung in der Lage ist halt wirklich aktuell nicht absehbar. Das sagte von Verdi der Experte Özay Tarım. Und die angespannte Lage und die psychischen Belastungen sorgen dafür, dass man einen hohen Krankenstand hat, weil man braucht einfach gute Arbeitsbedingungen, um Gefahren auch an den Kontrollen abzuwehren, so wird er zitiert. Und wenn man sieht, wie die Warteschlange quer durch die Halle geht oder Menschen ihren Flieger nicht verpassen wollen, dann macht ihnen das Druck. Ja, kann ich verstehen.
Und deshalb hat man einen Krankenstand von über 20%. Der Flughafen Düsseldorf und die Bundespolizei werden von der Gewerkschaft natürlich gesehen als diejenigen, die das lösen müssen. Und das Problem, das sehe ich als Passagier natürlich auch. Es kann ja nicht wahr sein, dass wir wenig Leute haben, die wir dann auch noch verschleißen. Also da muss mehr kommen. Aber das Problem ist, dass pro Schicht alleine 140 Kontrollkräfte, also pro Schicht 140 Kontrollkräfte fehlen. Deshalb sagen die, man bräuchte einen zweiten Sicherheitsdienstleister. Ja, aber wenn die Leute ja nicht kriegst, was willst du dann mit dem zweiten Sicherheitsdienstleister? Und deshalb muss man halt einfach gucken, dass da was passiert. Auch in Köln kommt es immer häufiger zu Problemen. Also wir werden es an allen Flughäfen sehen und es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ich über dieses Thema erzähle. Dann schauen wir einfach weiter, was das nächste Thema ist. Und zwar ist das Condor. Condor als Streifenhörnchen oder als Ringelsocken-Airline haben kein Fuel gehedged. Fuel Hedging ist das, was Fluggesellschaften machen, wenn sie für die Zukunft Kerosin kaufen. Lufthansa hat dieses Jahr ja 70% gehedged, also einen relativ höheren Satz. Nächstes Jahr sind, glaube ich, nur noch 40 dann gehedged. Aber wenn man dann weiterschaut, Ryanair, Wizz Air, die haben das nicht gemacht. Und Condor anscheinend auch nicht. Und damit trifft sie dieses neue Hoch knallhart. Nach Informationen des Manager-Magazins ist der Preisschock komplett bei Condor durchgeschwungen. Das heißt also, dass die Airline einen Schaden von fast 100 Millionen Euro hat. Und der Attestor, das ist der Investor, der auch die neue 330er-Flotte finanziert, die sind da etwas beunruhigt, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und natürlich sieht man das auch, dass die Fluggesellschaften alle, und ich habe euch auch einige genannt, die kein Hedging machen, natürlich da auch eine Herausforderung haben. Aber die Pressesprecherin der Condor sagt, nee, die Zahl ist einfach falsch. Und die genaue Hedging-Quote bei Condor ist sowieso Geschäftsgeheimnis. Zu null sei Condor aber jedenfalls nicht abgesichert. Aber was heißt denn zu null? Heißt das, habt ihr 5%, 10%? Also das ist jetzt die Frage. Und da muss man halt einfach gucken. Fuel Hedging ist halt wirklich so. Lufthansa hat den Kerosinbedarf für 2022 sogar zu 63%, zu 74 US-Dollar das Barrel gehedged. Wizz Air, hatte ich ja schon gesagt, hat das nicht und die verzichten aus Kosten auf diese Versicherung. Das knallt dann knallhart durch. Müsste man einfach mal schauen. Also, was da passiert. Dann gibt es andere Flughäfen. Wir hatten ja über Johannesburg gesprochen, aber auch über andere Flughäfen, die einfach keinen Sprit haben, weil die Leitungen kaputt sind. Das Problem ist nicht in Sri Lanka. Das Problem in Sri Lanka ist, man hat eine Wirtschafts- und eine Währungskrise gleichzeitig. Und deshalb gibt es auch keine Tourismuseinnahmen. Klar, die Pandemie ist ja da über 2 Jahre auch durchgeschlagen. Deshalb möchte man nicht mehr, dass in Sri Lanka die Fluggesellschaften tanken. Bei Flügen sollte man ausreichend Treibstoff für den Rückflug mitführen, andernorts einen Tanksport einplanen, sagt man bei Bloomberg. Warum? Ganz einfach. Die Fluggesellschaften nehmen halt ihren Treibstoff entweder in Indien oder in Dubai auf. Und das ist halt ein Riesenproblem. Warum? Ganz einfach. Ja, weil man halt keine Knete hat, hat man auch keinen Sprit, den man kaufen kann und dann in Vorkasse gehen kann. Also Riesenproblem. Was soll ich dazu sagen? Interessant, dass man sowas mal hört. Deal Zone. Ich nenne es einfach Deal Zone. Zone, soll ich Deutsch sagen? Deal Zone? Deal Zone? Kenne ich aber nicht. Deal Zone. Sagen wir Deal Zone. Und da gibt es Flüge von der Lufthansa-Gruppe mit vielen, vielen Möglichkeiten aus Spanien nach San Francisco, nach Seattle, nach Los Angeles ab 1.500, 1.600 Euro. Und ganz wichtig ist halt an diesen Tarifen, das wisst ihr immer in der Business Class, dass man die Flüge 180 Tage vor Abflug buchen muss, ganz wichtig, aber auch, dass man 6 Tage dort bleiben muss oder halt eine Nacht von Samstag auf Sonntag da haben sollte. Ich persönlich würde natürlich länger bleiben wollen, ist ja schick da. Und dann geht es doch wirklich weiter in der Buchungsklasse P. Warum Buchungsklasse P? Weil die jetzt in Business Class sind, alle P gibt 100% Meilen. Also insofern wisst ihr schon, was es gibt an Meilen und alles tippitoppi. Also abspannen, Madrid, Barcelona, schaut einfach, es geht mit der Lufthansa, mit der Swiss und Austrian, die fliegen ja auch. Also insofern schaut euch das an. Hilton Honors verkauft wieder Punkte. Ja, ganz genau. Es gibt wieder einen Punkte-Sale
Und bei diesem Punktesale gibt es ganz, ganz gute Themen. Warum? Ganz einfach, weil natürlich die Grenze der Punkte, die man kaufen darf, auf 160.000 Punkte erhöht worden ist. Und es gibt nochmal 160.000 Punkte als Bonus. Das sind dann zusammen 320.000 Punkte zu einem Preis von 1.420 Euro. Ja, ganz genau. Also insofern, schaut euch das Ganze an, ob ihr die Punkte braucht. Aber meine Warnung, genau wie bei Aktien, Punkte sind kein Investment. Das heißt also, ihr macht das nur, wenn ihr einen Use Case habt. Es rechnet sich wirklich für die teuren Hotels meistens nur. Schaut, ob es Verfügbarkeiten gibt auf Punkte. Deshalb kauft dann die Punkte und viel Spaß beim Urlaub. Was soll ich euch noch sagen? Stammtisch, denkt daran, in Berlin, in Hamburg und in München, allerdings in anderer Reihenfolge. Ich muss jetzt gerade gucken, wann haben wir die Termine? Ich habe sie immer noch nicht im Kopf. Also, wir haben am 11. haben wir München, am 11. Juni, am 12. haben wir Berlin und am 13. haben wir Hamburg. Ich freue mich, wenn ihr dazu kommt. Denkt daran, dass WhatsApp unten als Gruppe dient, wenn ihr da zusätzliche Informationen haben wollt, um kurzfristig in the loop zu bleiben. Und ganz, ganz wichtig, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und kommentiert. Und jetzt, weil wir das Ganze wieder ohne Fernbedienung machen, danke ich euch und ich wünsche euch alles Gute und danke, dass ihr bei Frequent Traveler TV heute dabei wart. Also, bis dann, das war der Takeoff. Ciao.